Ach, wieder nur. Mann, gleich ist er nackt. Was soll das denn? Noch zwei Balken. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Nein. Kollege, nicht mit mir. Oh, schön ausgewichen. Alter, ich kriege gerade Probleme. Okay, letzter. Oh. So, und jetzt kriegst du wieder einen auf den Sack. Vorsicht. Na komm. Verabschiede dich von deinem trostlosen Leben. Ah, immer drauf. Immer drauf. Der kann nicht mehr lange machen. Der hat auch nicht ewig Gesundheit. Vorsicht. Oh. Der Thron gehörte mir. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Der Thron gehörte mir. Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Das war mal krass. Erfolge Requiescat in Pace. Nicht schlecht. Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Warte, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Ich glaube auch nicht, dass ihr mich wirklich wir müssen das Passwort durchsuchen finden. Müsst. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Ich gehe einfach mal nach oben. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Irgendwas wird hier schon das Passwort sein. Wäre gelacht, wenn wir das nicht rauskriegen würden, jetzt wo wir hier unseren Kollegen Cesare umgebracht haben. Da steht doch was. Das ist super. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420. Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tu ich doch! Das Tetragramm! Die 72 Namen Gottes, seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert, Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet?
ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen. 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca, hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Boah. Sherlock Holmes. Zero Holmes. Ich sag's jedes Mal. Das haben sie in all den Jahren aber auch nicht weitergebaut. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ja, ja. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Verkackt. Ja, und wir jumpen einfach wieder fröhlich durch die Gegend. Natürlich, was auch sonst. Alle anderen fahren Auto und wir hüpfen rum, oder was? Ach, es war ja klar. Okidoki, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang, wo ich denke, dass wir lang müssen. Sieht hier noch recht eindeutig aus. Okay, da ist ein Kasten, der mich wahrscheinlich nicht interessiert. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, sind die Beine in Idiot. Ich werd's mir merken. Ich glaube ja nicht, dass es hier Gladiatoren gibt. Beziehungsweise nicht mehr. Ich hätte ziemlich verwundert, wenn jetzt in dieser Welt, zu dieser Zeit, hier Gladiatoren auftauchen würden. Obwohl, ist ja irgendwie cool, oder? So ein bisschen Zeitverschiebung. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Ja, krass, Ezio. War ein langer Weg. Du hast es harter Typ, würde ich sagen. Ja. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gruppen verbessern Geister. Kann. Das wird er sicher. Das hat mich jetzt verwirrt. Das muss er. Genauso wie dieser Weg hier mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich scheine aber hier richtig zu sein, oder? Ja. Jetzt komme ich hier hoch und darüber. Hep. Was werden wir finden? Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Oh, ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. Ist das Elvis da drüben? Klar. Der lebt noch. Wusstet ihr das nicht? Muss ich hier runter, oder was? Ich hab keine Ahnung. Muss ich hier runter? Naja, sieht nicht so aus. Ih, wo muss ich denn hin? Ah, Spiel verwirrt mich. Komm ich da rum? Ah, da komme ich rum. Natürlich. Das war voll vorhersehbar. Nicht. Ich und Koordination. Das ist doch mal... da. Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Ja, kommst aber noch recht zügig durch, mein Freund. Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. Komm ich da hoch? Moment, ich muss hier doch irgendwie... Da komme ich hoch. Nee, komme ich auch nicht. Spiel? Ah, hier. Ich wollte schon sagen, Spiel sagt mir, wo ich hin muss. Darüber. Jetzt nach links und dann auch wieder rüber. Na komm, beweg dich, Ezio. Na, ta... Wow, das war knapp. Das hätte auch mal locker schief gehen können. Huch, Reiter. Heute ist der 10. Oktober. Das ist ja abgefahren hier. Wie viele Tage noch bis zum Start des Templer-Satelliten? Ich glaube, ich... 72. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Ja, aber es ist schon ein bisschen sehr auffällig. Ich meine, so blöd sind wir jetzt auch wieder nicht. Oh, springen! Dachchen. Eine Statue? Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Statue! Ich möchte hier was machen. Das scheint wichtig zu sein. Okay, scheint doch nicht wichtig zu sein. Statue? Ah, Knopf. Noch ein Knopf. Ich
Abgefahren. Ich habe ein Leuchtstäbchen. Huch. Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Okay. Jetzt wird's wirklich spooky. Nichts. Irgendwelche komischen Erscheinungen, die auf einmal auftauchen. Okay. Ich finde mein Leuchtstäbchen da an der Hose voll toll. Diese Knicklichter. Ich bin immer wieder begeistert von denen. Oh fuck. Gut gemacht, Ezio. Ganz klasse. Jetzt kann ich den Weg wieder zurücklaufen wegen dir. Tu doch, was ich dir sage. Du alter Mumskopf. Komm ich hier irgendwo hoch? Ach, ganz weg wieder zurück, oder was? Ach, ihr seid doch blöd. Nur weil Ezio einmal daneben springt. So, komm, jetzt langsam. Also. Darüber. Hep, hep, hep. So, jetzt springst du darüber. Jetzt springst du. Ist doch viel zu weit. Ich mach's einfach so. Ich glaube, den Sprung hätte ich jetzt im zweiten Mal auch nicht geschafft. Das ist einfach wirklich zu weit. Ah, macht ja nichts. Wir kommen da auch so lang. Zack. Zack. Sehr gut. Oh, schon wieder die Frau da. Wer bist du? Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament. Auf Stein. Ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig. Geläutert durch Feuer. Geläutert durch Dürre. Geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend. Aha. Auf jeden Fall haben wir hier einen Knopf und auf der anderen Seite auch noch. Mal schauen, was das uns jetzt bringt. Natürlich geht hier wieder eine Tür auf, was auch sonst. Oh, der guckt aber grimmig da, diese Statue. Voll skeptisch. Ich tu dir nichts. What the fuck? Okay. Ja, und ich habe hier irgendwas gerade geöffnet. Irgendwas Großes auf jeden Fall. Irgendwas Großes, wo ich jetzt hochklettern darf. Kann der hier eigentlich auch diesen Supersprung? Kann ich mal ausprobieren. Kann der den? Ne, er kann den nicht. Okay, alles klar. Diesen Hochspringen- und Festhalt-Move, den kann er nicht. Ich komme. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Oh, ich mag den Typen. Okay. Wahrscheinlich dürften wir jetzt hier mal wieder irgendwas machen. Da oben leuchtet was. Noch ein Fähnchen. Wohin jetzt? Da oben ist was. Ich gehe da auch mal hoch. Ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Und beten für. Genau, das tust du. Hast du sehr gut erkannt. Wo ist unser Assassine jetzt hin? Ach, da! Was ist das? Ein Schalter. Was ist das für ein Schalter? Oha. Noch mehr Schalter. Und Stangen. Jetzt wird's ja abgefahren hier. So Prince of Persia-like. Alles klar. Das ist das Startgebiet für unseren nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Gleich kommt noch ein Abspann mit Assassin's Creed 2 und Revelations, wer es noch nicht kennt. Vergesst die Bewertung nicht. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.